Liebe Freunde, ich wurde heute total, total fertig gemacht von einer Frau, der lieben Bunny, die ich sehr mag. Ja, René Wolf. Das ist dann halt so ein Punkt, wo wir uns eigentlich mal alle fragen müssen, geht's dem gut? Mundharmonika spielen, ja. Der hat ein Lied komponiert, es geht Kontext, es geht darum, hier sitzt Raffaella Raab und sie hat ein Video aufgenommen, in dem sie einen Porno-Drehpartner sucht und der muss vegan sein, ihr körperlich gut gefallen und so, bla bla bla. Und darauf hat er reagiert und sozusagen irgendwie sich freiwillig gemeldet und jetzt spielt er uns ein Lied auf der Mundharmonika und zoomt hier irgendwie rein und raus. Ja, hallo Fans, Grüße von Udo aus Hamburg. Als Kompositeur dieses Liedes muss ich mich jetzt mal hier leider einmischen. Dieses Lied hat nicht der René Wolf komponiert, nein, das war ich. Und das Lied heißt ursprünglich Matching aus Ost-Berlin. Ja, könnt ihr alle mal googeln. Ne? Und man sollte auch im Übrigen mal den Klang einer Mundharmonika vom Klang einer E-Gitarre unterscheiden lernen. Ja? Grüße an Bunny gehen raus. Ach, und Bunny, weil du ja sagst, ja, die alten Männer, die kriegen die Lippen nicht mehr so auseinander. Ja, ja, da gibst du mir eine ganz schöne Steilvorlage. Da muss ich leider sagen, ja, Hauptsache, die Mädels kriegen die Lippen auseinander. So, das war's von mir. Grüße aus Hamburg an Bunny und alle meine Fans und ihre Fans natürlich auch. Ich fürchte, sie als Freundin zu verlieren. Da sitze ich nun mit meiner toxischen Männlichkeit. Ich bin total fertig. Was würdet ihr mir denn raten? Was? Kreativität? Ja, genau. Am besten, ich schreibe ein Gedicht. Schnitt, ich habe ein Gedicht geschrieben. Fragen eines missionierenden Veganers. Wer ernährte in Theben die stolzen Thebaner? In den Büchern stehen die Namen von Köchen. Wurden sie geschlachtet? Und das mehrmals zerstörte Babylon, wer hat es letztlich zerstört? Nein, es waren keine Soldaten. Es waren die unersättlichen, geduldigen Termiten. Sie erst schufen freie Fläche für neues Wachstum. Die Kochbücher seit tausenden von Jahren sind voller Rezepte für Steaks. Kann man die Kochbücher essen? Nein, man kann die Tiere essen. Wer schwimmt in den köstlichsten Wurstsuppen? Nur Würste? Nicht auch die Fasern von Rindern, Schweinen, Pferden gar? Wer tröstet die Armen, die Verrückten und Einsamen? Die Gesundheitsämter nennen Namen von Psychiatern, Theologen und Therapeuten. Ja, sind sie denn zur Stelle, wenn der arme, verrückte Einsame nachts in sein Kissen weint? Nein, es ist der Therapiehund. Wer ist der letzte Freund eines unter den Trümmern von Gaza sterbenden Kindes? Eine Ratte. Wer aber isst Ratten? Es sind Menschen in Asien. Die Rache der Ratten ist milde. Sie fressen die Körper der Leichname, die im Krieg vergessen wurden und die die Landschaft vergiften würden, wenn Ratten sie nicht fräßen. So viele Tiere, so viele Fragen. Wer aber kauft die Leichen der Rinder, Schweine, Hühner, Schafe und Fische? An den Börsen stehen die Namen der Händler. Essen sie all die getöteten Tiere? Nein, es sind vor allem die Arbeiter, denn sie sind die Mehrheit und haben meistens am meisten Hunger.
Warum können sie nicht vegan werden? Wer beging das größte Verbrechen des letzten Jahrhunderts? Richtig? Die Arier, nicht die Veganer. Selbst Hitler war nur Vegetarier. Dein kategorischer Imperativ, ein wahrer Witz. In der Welt der Revolutionen bist du einfach der Blitz. Ich bin Max, der mit Klasse das Denken entzündet, während du mit deinem Dogma nur schüchterne Köpfe entzündest. Ja, liebe Damen und Herren, hier bei World of Bobby. Ich habe heute den René Wolf hier bei mir zu Gast. Und wir wollten uns heute ein bisschen über den Veganismus unterhalten. Naja, ich denke mal, diese Leute, die du mir gerade genannt hast, die kann man ja dann hier nochmal reinschneiden an der Stelle. Du kleiner, dreckiger Bastard. Okay, ich erkläre es jetzt ein für alle Mal. Erstens, es ist eigentlich vollkommen irrelevant, darüber zu reden, weil für fucking Tierfutter sowieso sehr viel mehr Pflanzen draufgehen, als wenn wir Pflanzen direkt essen würden. Für einen Veganer gehen im Schnitt 18 Mal weniger Pflanzen drauf, als für jemanden, der Tierprodukte konsumiert. Ich sag nur eins, wenn ich jetzt hier die leckere Pastinacke habe und hier diesen Fleischring, wenn man sagt, wenn ich die Fleischesser-Ideologie zerstören will, was mache ich da? Ich defloriere dich gleich! Da sagt der Fleischesser, nein, das tust du nicht. Seit Generationen wird in meiner Familie Fleisch gefressen. Und da kannst du kleine Pastinacke klopfen, wie du willst. Du wirst mich nicht deflorieren. Das wird dir nicht gelingen. Versuch's mal mit Humor und Charme. Vielleicht werd ich dann für dich warm. Hab ich gerade gedichtet. Für die Veganer. Tü-tü. Ja, man sollte zumindest nicht drüber nachdenken. Also ich finde, man sollte wenigstens mal ausprobieren, anstatt dann immer nur so von sich zurückzuweisen und zu sagen, nee, ich kenne mich damit nicht aus und nee, ich habe da so viel von gehört. Einfach mal machen. Einfach mal ausprobieren. Ja, man kann das ja einfach mal ausprobieren. Einfach ausprobieren. Ich hab auch ausprobiert und bin dann darüber hinaus zu dem Bewusstsein gelangt, dass die meisten veganen Produkte mir viel besser schmecken als Fleisch inzwischen. Ja, und ich habe mich inzwischen auch so ein Stück weit assimiliert. Aber ich würde jetzt nie auf die Idee kommen und dich jetzt hier als Mörder bezeichnen, weil du jetzt sagst, für dich ist das jetzt nichts. Also diese Moralkeule oder zu sagen, Individualkritik, die lasse ich auch so nicht gelten. Ja. Also dir schmeckt es besser, das Vegane, du sparst sogar noch Geld, wenn ich dich richtig verstehe. Ja, natürlich. Ja, also Fleisch ist sehr, sehr, sehr teuer eigentlich. Ja. Und wenn man sich jetzt nur wirklich vegan ernährt, dann spart man eigentlich in der Regel auch Geld. Ja. Liebe Freunde hier bei RW Deutsch, René Wolf spricht Deutsch. Im Folgenden seht ihr jetzt ein Telefongespräch, ein Mitschnitt eines Telefongespräches zwischen einem Mitarbeiter der internationalen veganen Tierrechtsorganisation IVTO. IVTO und seinem Chef, also ein Mitarbeiter der internationalen veganen Tierrechtsorganisation und seinem Chef. Hallo Chef, ich wollte Ihnen nur mitteilen, dass in Gaza heute 50 Kinder gestorben sind. Ja und? In Gaza ist Krieg und im Krieg sterben auch mal Kinder. So Quatsch. Sagen Sie mal, wie sind denn die Kinder gestorben? Naja, es gab einen Luftangriff auf ein Flüchtlingslager. Und dabei sind 50 Kinder gestorben. Das war natürlich Pech für die Kinder. Ja, das ist schrecklich, ja. Aber das passiert doch jeden Tag, oder? Ja, ich dachte nur, weil bei dem Angriff auch die Küche für die Flüchtlinge mit zerstört worden ist. Mit allen Vorräten an Lebensmitteln, das war natürlich auch wieder Pech für die Kinder. Ja. Die Küche? Das ist schlimm. Also die Lebensmittel sind jetzt alle verbrannt, oder wie? Ja. Alle. Wirklich alle Lebensmittel sind jetzt einfach nur restlos verbrannt. Die verbliebenen, nicht getöteten Kinder haben jetzt nichts mehr zu essen. Gar nichts, ja. Ist natürlich richtig Pech für die Kinder, also richtig abgefuckt. Ja, ja, das ist schlimm, aber sagen Sie mal, was gehörte denn alles zu den Lebensmitteln? Was wohl, ne? Gemüse, Brot, Butter, Rindfleisch, Fisch. Was? Ne? Rindfleisch! Ja, echt? Auch Rindfleisch.
und einige noch lebende Rinder. Das ist natürlich Pech für die Kinder. Ne? Noch lebende Rinder? Ja. Das haut ja den Gurken fast den Boden raus. Jetzt benutzen die Hamas-Terroristen sogar Rinder als tierische Schutzschilde. Ich werde sofort eine Protestnote an die Vereinten Nationen senden wegen Verletzung der Tierrechte durch die Terror-Hamas. Und was ist mit den getöteten Kindern? Ja, genau, die meine ich doch. Die getöteten Rinder. Jetzt muss ich aber wirklich... Hallo? Hallo? Jo, Kant, du redest von Pflicht und von Moral. Doch dein kategorischer Imperativ ist nur ein Schwindel, kein Signal. Du denkst, du hast die Welt mit Prinzipien durchblickt. Doch in der Praxis, mein Freund, hast du nichts geschickt.